Oh mein Gott, Leute, es ist soweit. Die neue Season beginnt. Das wird also wahrscheinlich das letzte Mal sein, dass wir diesen schönen Hintergrund hier in Fortnite in der Lobby sehen werden. Und ihr seht es auch schon hier unten, die Wartungsarbeiten sind bereits angekündigt. Um 10 Uhr geht das Ganze los. Dann kommt auch der neue Battle Pass online, den ich euch natürlich auch direkt vorstellen werde, sobald er raus ist. Und ich habe mir noch ein richtig geiles Special für euch überlegt. Und zwar habe ich gedacht, hey, heute kommt ein neuer Battle Pass, also werde ich ihn auch direkt wieder verlosen. Und zwar ganze 15 Mal. Das heißt also, 15 Leute können hier den Battle Pass heute komplett kostenlos bekommen. Wenn ihr also heute den neuen Battle Pass geschenkt haben wollt, dann müsst ihr mir einfach nur kurz ein Foto davon machen, wie ihr hier Snoxy als Creator im Shop eingetragen habt und mir das Ganze auf Instagram senden, also einfach nur kurz in den Shop gehen, hier Snoxy eintragen, Snoxy mein Kanal und ein kleines I ans Ende dran und davon dann einfach ein Foto machen, am besten mit eurem Handy und mir das dann auf Instagram schicken als private Nachricht. Auf Instagram heiße ich Snox, also quasi wieder ohne das I. Und ja, jeder, der mir bis heute Abend also dieses Foto auf Instagram geschickt hat, wie er Snoxy als Creator eingetragen hat, kann dann heute schon den neuen Battle Pass komplett kostenlos bekommen. Also nehmt da unbedingt teil. Auch die Leute, die mir bereits in der Vergangenheit schon mal ein Foto geschickt hatten, wie sie hier Snoxy als Creator eingetragen haben, schickt mir das heute unbedingt nochmal neu, um hier an diesem Special-Gewinnspiel teilzunehmen. Das Ganze ist für euch auch komplett kostenlos, also ihr zahlt da keinen Cent mehr, ihr unterstützt mich einfach nur komplett kostenlos, deswegen vielen lieben Dank an jeden, der hier Snoxy einträgt, vielen Dank an jeden Ehrenmann, der das Ganze macht und ja, dann würde ich sagen, genug gelabert, fangen wir jetzt an mit dem heutigen Shop, den letzten Shop aus der Season 6 und zwar haben wir da den besten Skin ever drin, wie Monte so schön sagen würde und zwar ist das hier auf der linken Seite, ihr seht es schon, der Schlachtenhund-Skin, ein Skin für 2000 V-Bucks. Ein ziemlich geiler Skin. Ich feiere vor allen Dingen diesen Umhang, der ja mal früher an dem Skin dran war. Das war ein bisschen doof, weil dann hatte man ein Schild auf diesem oder halt einen Rucksack auf diesem Umhang drauf. Das sah irgendwie ziemlich doof aus. Das haben sie dann irgendwann zu einem eigenen Umhang, zu einem eigenen Backpack gemacht, was ich ziemlich nice finde. Und auch der Skin an sich ist natürlich richtig geil. Diese goldene Rüstung gefällt mir sehr, sehr gut. Einer der besten Skins, meiner Meinung nach. Deswegen 2000 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Die Hacke dazu, ja, finde ich in Ordnung. Würde ich jetzt eher nicht so empfehlen. Den Skin würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Hacke eher nicht so. Kostet 800 V-Bucks. Spiele ich mal kurz den Sound ab. Ja, ist in Ordnung, aber ist jetzt auch in meinen Augen jetzt nichts krass Besonderes. Dann haben wir noch das nächste Set drin. Ich warte mal ganz kurz auf, soll ich auf das, ja, ich warte auf die Skins, auf die beiden. Das ist dieses Superhelden-Set in diesem weiß-silber-goldenen Look. Das ist einmal die Ventura für 1500 V-Bucks. Beide haben einen relativ ähnlichen Umhang. Das ist die Ventura und dann noch der Venturion für beide, wie gesagt, 1500 V-Bucks. Ja, ich finde sie okay. Das ist so eine Art Superhelden-Set. Ich persönlich finde den männlichen Skin ein bisschen cooler, aber ich würde jetzt beide auch nicht irgendwie so besonders empfehlen. Wahrscheinlich würde ich die V-Bucks hier eher sparen und mir heute den Battle Pass holen. Der heute kommt, lohnt sich da wahrscheinlich deutlich mehr. Und dann haben wir noch die Hacke und den Gleiter drin. Das ist einmal die Aerodynamik-Hacke für 800 V-Bucks. Und dann noch den Triumphgleiter für 500 V-Bucks. Ja, beides ganz okay Items. Dann kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir erstmal den Rebell drin für 1500 V-Bucks. Da finde ich eigentlich nur den Backpack ziemlich nice. Dann haben wir noch den Prismagleiter für 800 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung. Hat so eine kleine Animation drauf. Dann haben wir noch Knochenlos, den Emote für 500 V-Bucks. Ja, ganz lustig gemacht. Dann haben wir noch die Drachenaxt. Finde ich eher nicht so nice für 800 V-Bucks. Ich weiß nicht, ist irgendwie nicht ganz so mein Fall. Dann haben wir noch den Jonglieren-Emote, den finde ich ganz lustig. Für 500 V-Bucks. Und dann haben wir noch im letzten Slot des heutigen Tages den Nachtlicht-Skin für 800 V-Bucks. Einer der Neon-Skins, ja, finde ich ganz nice. Für 800 V-Bucks auf jeden Fall kein schlechter Skin. Und gut, das war es dann schon zum heutigen Daily Shop. Wie gesagt, heute kommt dann der neue Battle Pass online. Noch 3 Stunden 48 sind sie gerade. Ich nehme es um 4.41 Uhr in der Nacht auf. Und ich bin schon mega gehypt auf die neue Season heute. Wie gesagt, Wartungsarbeiten sind bereits angekündigt. Und ja, ich werde euch natürlich nachher direkt ein Video machen, sobald der neue Battle Pass raus ist. Und euch dann alle Items zeigen und alle Skins, die da drin sind. Freue mich schon sehr darauf. Ich werde mir auch den Wecker stellen. Werde jetzt noch hier, denke ich mal, 4-5 Stunden maximal schlafen. Und dann bin ich auch wieder am Start für euch hier dieses Video machen. Und ja, wie gesagt, dann nimmt heute auch noch unbedingt am Gewinnspiel teil. Ich verlose ja zu den normalen 100 Euro, wo ich ja immer hier täglich meinen Adventskalender mache, noch 15 Mal den neuen Battle Pass. Also wenn ihr den haben wollt, einfach nur hier im Shop Snoxy schnell als Creator eintragen. Snox wie mein Kanal und ein kleines Ehrenende dran. Ihr könnt es auch klein schreiben. Das ist komplett egal. Snoxy könnt ihr auch so schreiben. Einfach hier eintragen und auf annehmen klicken und mir davon ein Foto auf Instagram schicken. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das I. Einfach mir dort als private Nachricht schicken oder mich auf ein Foto markieren, alternativ auch gerne per E-Mail oder Twitter senden. Und ja, dann könnt ihr heute 15 Mal schon den neuen Battle Pass gewinnen. Und dann löse ich jetzt so schnell das Giveaway von gestern auf. Da hatte ich ja wieder 100 Euro als Adventskalender verlost. Und der Gewinner vom gestern Giveaway ist der liebe JustinKiller, Hashtag 157. Herzlichen Glückwunsch an dich. Schreib mir mal bitte eine Nachricht auf Instagram oder Twitter, je nachdem, was dir lieber ist. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat,
lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, lasst auch gerne ein Abo da. Und ich danke dir wieder jetzt rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Top oder Flop? Klickt es oben rechts an. Und dann habt alle noch einen entspannten Tag. Wir hören uns nachher wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.